Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survival mit unserem Hansi. Und wir haben gesagt, heute schauen wir mal, ob uns der mit der Rüstung trägt. Natürlich nicht, ja. Wollen wir einen kleinen Ausflug machen. Warte mal. Ich muss kurz ein bisschen hier sagen, Kopf weg, Hände weg. Sollte reichen. Ah, schaut ja schon lieb aus, ne? Da gehen wir immer mal kurz hier rein. Erinnert mich, wo ich es hingelegt habe. Wir wollen heute einen kleinen Rundflug machen. Weh, was soll denn das? Oh, ja, wir sind ziemlich zu schwer. Wir geben ihm was auf Gewicht. Und zwar, ihr Lieben, ich möchte noch einmal den Platz drüben auskundschaften jetzt, wo wir bauen wollen. Ich werde mich auch bemühen, dass der Petri nicht stirbt, ne? Klar, soweit. Ich glaube, ich gebe dem Tier unten am Strand eben mal ein bisschen was von meiner Rüstung zum Halten auch. Einmal landen. Ich möchte so gern landen. Möchte in deiner Nähe bleiben. So, du weiter. Bin halt mit der Eisenrüstung echt zu schwer, ne? Muss ich mir doch wieder die Lederrüstung machen nochmal. Also sie reparieren. Das Brückenthema hier, ja, ich lasse das jetzt erstmal. Im Optimalfall finden wir heute einen zweiten Petri, den was wir uns zähmen können. Sterben nicht. Und alles wird gut. Oha, ja, aber jetzt gibt's Gas, ne? Jetzt geht's gut. So, ja, der ist noch immer da, der Kano. Fuck. Ich wollte jetzt eben schauen, ob der Alpha-Kano hier noch da ist. Und leider, Leute, er ist noch da. Wenn ich mich darauf stelle, auf dem Felsen und den abschieße. Ich meine, zähmen können wir nicht, das wissen wir schon, ne? Aber der muss weg. Ich probiere das jetzt eben mal kurz hier. Munition wechseln, zur Not machen wir das. Wobei ich eh nicht glaube, dass man da... Wie viele Pfeile der wohl fressen mag? Das Level sehe ich ja, ne? Eins. Wir probieren es zur Not schnell auf Petra rauf und weg. Schau noch kurz, ob hier von hinten nichts kommt. Die hier können wir nicht bauen, wenn der da ist. Und den erwische ich auch nicht. Schande! Und hier drüben bauen wird aber auch zu gefährlich, ne? Da haben wir zum einen schon die Schlangen. Da waren zum einen schon die Schlangen. Zum anderen ist er schon relativ nah zu ihm hier.
Wo würde es noch Sinn machen zu bauen? Schauen wir das da drüben jetzt mal an. Da ist nichts, ne? Aber dort können wir auf keinen Fall bauen. Das geht nicht. Wobei es ein super Spot wäre, so finde ich, weil wir alles gleich in der Nähe haben, ne? Eisen, Kristall. Da unten ist sicher auch zu gefährlich. Da waren ja, glaube ich, die Krokodile, ne? Das dachte ich gerade, da wäre auch so ein böser. Hier drüben ist sie eigentlich auch zu gefährlich. Boah, schau doch mal den Wasserfall da drüben an. Ich weiß nicht, habe ich den schon mal gesehen? Wenn ja, er gefällt mir gerade wieder aufs Neue. Ich traue mich nur nicht reinfliegen, ne? Und hier. Hier hinten waren die ganzen Krokodile, ne? Kein Fall. Die Lofo. Ein Pachi. Weiblich. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Geschlecht unser Pachi zu Hause hat. Aber den könnten wir uns eventuell noch dazu ziehen. Dann hätten wir da auch zwei. Wo bauen wir unsere Base hin? Und wirklich hier auf den Hügel? Dass wir ihn wirklich da drüben bauen. Leute, ganz kurz Moment. Telefon, Leute, ja? Bin gleich wieder da. Leute, da bin ich schon wieder. Sorry, die Arbeit hat gerade gerufen. Da musste ich leider rangehen. Wir suchen immer noch einen Platz, ne? Es ist schon 18 Uhr wieder in-game. Ein Platz für unsere Base nah am Wasser. Das wäre hier. Nah am Wasser und trotzdem irgendwie zentral. Ich weiß, wo wir schauen. Ich weiß, wo wir, glaube ich, schauen. So, ich brauche die Ansicht zu zum Fliegen. Ja, muss die genau da unten hinstellen, ne? Ich höre da irgendwas. Trau der Geschichte nicht hier, ne? Hier ist halt der Berg. Here is the Berg. So, ja, Aufnahme habe ich hier wieder gestartet. So. Da schaut aus, als wäre ich hier mal gestorben. Wie schaut es denn jetzt hier in dieser Ecke nämlich aus? In dieser Bucht. Da wären wir auf der anderen Seite vom Berg. Da wären wir auf der anderen Seite vom Berg. Und hier hinten auch halbwegs zentral, ne? Es keucht und fleucht hier.
unten waren das damals mit den Raptoren, ne? Unten ist ein Parasaurus. Lass mich kurz da drüben mal zwischenlanden. Da unten ist ein Raptor. Bist nicht böse. Okay. Da hinten unten ist auf jeden Fall ein Raptor. Dilfos, oben sind Raptoren. Ein Raptor, zwei Raptor, drei. Oh, da ist der Böse wieder. Schau mal. Nee, hier ist auch zu heiß, ne? Ah, es ist so schwierig, Leute. Es ist einfach schwierig. Hier sind die Cabos, Carnos. Und da sind diese komischen Vogelsaurier. Ich habe meinen Namen nicht gemerkt. Es ist so schwer. Hier wäre doch ein optimaler Spot. Da hätte man Platz zum Bauen, ne? Aber mit dem ganzen Viechern hier. Ich glaube, es bleibt fast nur eine Strandbase übrig für uns. Es bleibt fast nur eine Basis am Strand unten direkt. Braucht man gar nicht weiter schon hier. Der Sonne entgegen, hoch über den Wolken, fliegen wir so schön dahin. Hier wäre es ja auch schön, ne? Ha. Ja, müssen wir. Da oben ist halt auch alles voller Raptoren. Wieso fliege ich eigentlich darauf? Da will ich nicht zwischenlanden, ehrlich gesagt. Wir wollten ja schauen, dass wir einen Petri behalten. Aber hier hätten wir das ganze Eisen und alles, ne? Aber alles voller Raptoren, man sieht sie die ganze Zeit. Und ein Carnosaurus, oder? Vogelsaurus. Federsaurus. Ich möchte oben nochmal zwischenlanden. Hoffe, dass... Ja, es geht sich aus. Hm. Das ist sogar ein Alpha-Raptor, schon her. Ja, die legen sich jetzt mit... Nee, die legen sich nicht miteinander an. Wieso nicht? Könnt ihr euch bitte mal gegenseitig down machen, da alle? Ich weiß nicht, wo ich meine Basis hinbauen soll. Ganz ehrlich, ich bin total planlos. Total planlos. Hier ist heiß, hier ist kalt, hier ist heiß, hier ist kalt. Könnt ihr euch mal entscheiden. Ich hätte sie halt gerne irgendwo zentral gehabt, ne? Aber da hinten trauen wir nicht rein. Das ist mir zu hot. What the fuck? Möwe? Hast ein starkes Kiefer.
Überlegung ist einfach, ob wir es hier irgendwo hinbauen. Irgendwo, wo wir gleich einen Flusslauf reinhaben, ne? Entweder hier oder auf der anderen Seite. Und trotzdem gleich auf den Berg raufkommen hier. Es muss auf jeden Fall irgendwo bei dem Berg hier sein. Jetzt wird es ja diesig, das Wetter. Puh. Ich würde es halt auch gehen, wenn wir hier die Felsen ein bisschen wegräumen, hätten wir Platz. Dann hätten wir Platz. Landen, so. Blauer Loot. Klingt doch gut. Kackst du jetzt? Okay. Ich habe ja grundsätzlich schon eine Idee, was ich bauen möchte. Ja? Wie das geht und ob das geht, weiß ich noch nicht. Bin mir jetzt noch nicht sicher. Dazu kenne ich einfach das Bausystem noch zu wenig. Chitinstiefel, schön, nice. Haben wir eh noch keine. Ja, wir werden da drüben hinbauen. Es ist halt nur zäh, das alles zu übersiedeln dann mit den Trikes und den Parasauren, ne? Das ist halt das Zähe dran. Was ist da gerade geflogen? Bisschen den Schnabel härten. Bringt aber jetzt nicht wirklich was, ne? Ja, ganz minimal. Ganz minimal bringt's Erfahrung. Da komm. Na komm da. Hey Leute, was sagt ihr? Wir sind zu Hause und haben unseren Petri noch. Ha! Ich lerne dazu, ne? Sie ist hier ein Petri gespawnt, oder was? Ich sehe nichts. Kannst du knicken? Wie ist er denn? Sehen nicht mehr. Spät ist 23.
So, dann stellen wir wieder hier hin. Du hast eh nichts geladen? Nee. Du hast meine Rüstung, ne? Ja, Leute, hat uns nicht wirklich weitergebracht jetzt. Die Erkenntnis ist nicht da, ne? Wie kriegt man befruchtete Eier? Ich wünsche euch was. Schönen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.